Und hallo hier zur zweiten Folge Elders Kreuz Online. Hier sind Lavana und Abo. ja, und wir haben euch ja in der ersten Folge gesagt, dass wir am Anfang der zweiten Folge fünf Kronkisten öffnen. Und das werde ich mal machen, oder? Ja, bitte. Echt jetzt? Okay, Natürlich. ich guck mal. Ach so, ja, warte, hier. Ich habe nämlich noch fünf Kronkisten und die waren gratis Wohl und die acht öffnen wir mal und jetzt ratzfatz. Gütigkeit. Fünf Ratz, Stück ratz, haben wir von den Glutflammenkisten. ratz. Ich öffne jetzt die erste. Okay. So. Fällt eure Wahl und offenbart so Ja, da eure ist nur Scheiße drunter. Das Okay. weiß ich jetzt schon. Aber den Lippenstift Auserwählt. habe ich Wer schon. wird Ich ihre möchte noch Sammlung gerne so einen anderen erweitern? Lippenstift aus Dies der könnte Sammlung. der Das wäre jetzt cool Glückstein gewesen, wenn sein. der gekommen wäre. Okay, ich öffne die zweite Kiste. Viel Möchtest Glück. du dir dann eine Karte aussuchen? Es gibt Mann, eine ich will nicht. Bonuskarte. Ich nehme Eine die Bonuskarte. Vorhofsbelohnung. Echt jetzt? Na, Gut, aber dann am öffne Ende ich dann. die. Oh, jetzt habe ich die Süßer geöffnet. Riegel. Was ist drunter Da ist eigentlich eine so gut? stehende Flamme drunter, ein Frisur. Ja, ich schätze, wie gut das ist. Müssen wir mal testen. Nee, die hat so ein. Hast du den Oh, ich habe das Finanzsieg Taschenmammut gekriegt. erwalten? Oh ne, echt jetzt? Ja. Cool. Cool, Zeit für oder? eine Das Zugabe. ist gut, na, Ja, das mal das gucken ist dann gut. gleich. Ja, da So, können wir gleich mal kicken. So, wir öffnen die nächste Kiste. Frau Grotti ist neidisch auf euer Glück. Und eine extra Süßer Kiste Riegel gibt's. Eine Schal. Eine Bonuskiste. Ne? Bonusbelohnung. Gut, dann machen wir erstmal den Schnodder auf. Ja, Schnott aufmachen, bitte. Ja, und dann jetzt hier. Eine Das haben wir schon, das war ein ausgezeichnete Wahl. Kostüm. Diese Und wertvollen Edelsteine können gegen Feuerorkan-Körperbemalung. kostbare Okay, die Belohnungen ist lila eingetauscht gewesen, aber. werden. Naja. Na, was man hat, hat man. Aber immerhin fünf Gratiskisten, na? Ich öffne die Na? nächste, beziehungsweise habe die nächste schon geöffnet. Und Das habt ihr gut ein gemacht. Radiusatmengerät, das habe ich aber Grotti schon. weiß eure So eine Beharrlichkeit Gasmaske zu war das. schätzen. Achso, okay. Okay, und die letzte Kiste? Ich mache mal meine Augen zu. Ja, okay. Mal gucken, kriegst du schon Eure Bundeskarte. Belohnungen warten. Okay, ich gucke. Magst du eine Karte aussuchen? Hast du Bundeskarte gekriegt? Nee, glaube nicht. Nee, habe ich Dann will nicht. ich die erste. Die erste. Da schnoddert runter. Ich nehme mal die letzte. Und dann machen wir mal die auf. Und. Einfach Das ist Gold, ne? atemberaubend. Na? Und tatsächlich ein Banner. Echt jetzt ein Von einer Banner schon verrückt? Einrichtung. Na, und Gold. Also, Leute. Das finde ich. Ich finde es nicht Gold, ne? Muss ich ganz Ja, ich ehrlich finde auch sagen. nicht. Ich mag zwar Einrichtungssachen, aber so einen kleinen Stofffetzen, den man sich an der Wand hängen kann, das ist nicht so. Na ja, Gold. nun gut, aber wir haben ein paar Kisten geöffnet. Mama Cool. macht Mut. Ja, Mammut. So, dann gucken wir mal, wo das Mammut ist. Erstmal die Frisur, oder? Ach so, ja, bitte. Die Haare. Hier. Die sieht so aus. Die habe ich jetzt auf. Und das Echt jetzt? Mammut, das sieht so aus. Das war, glaube ich, auch ein bisschen größer, oder? Ui, guck. So. Hallo, Ja, das Taschenmammut. ist gut, ne? Das ist echt toll. Was hast Ja, du die da noch geworfen? Frisur ist cool, aber ich mag halt nicht so Kurzhaarfrisuren. Ich stehe dann eher so auf Langhaarfrisuren. Kannst du das Mammut aufsetzen? Nee. So, ich möchte aber mein Ferdi wieder nehmen. Und wir hatten uns heute überlegt, dass wir eine Daily machen. Und wir haben hier noch eine ältere Daily gerade drin. Und zwar Gelöbnis Krypta der Herzen 1. Ach nee, ja, Krypta der Herzen 1. Was lese ich denn hier? Und die machen wir jetzt einfach mal, oder? Okay, Und wir machen die das zu sind zweit. Christspitze. Ja. Reise ich dir danach oder soll ich auch hinreisen? Ne, kannst du mir nachreisen. Okay. Dritte Herzen 1. 1 war das, ne? Ja. Ja. Und da dachten wir, dass wir das als Quest noch drin haben. Da kriegen wir ja dann nochmal so einen Schlüssel und so. Und Erfahrung. Und da lohnt das. Und für diese Fähigkeit kriegst du ja auch Punkte. Na genau. Von Ja, den das ist wahr. Unerschrockenen, ja, das. Ich sag, wenn ich da bin. Okay. Mir fehlt hier nämlich noch von dem unerschrockenen Eifer 2 von 2. Und da muss ich Level 9 werden. Und hier habe ich 5 von 200. Ich glaube, für so ein normales Dungeon gibt es immer 5 Punkte. Ich würde daran sehen, na, und wenn du es noch Ja, nie ich gemacht glaube, hast, gab es ne? irgendwo sowas. Genau, und für Ja. Quest, glaube ich. Und hier für den hier. Den kann man ja auch täglich machen. Bin Den da. Ballkohl, da kann man auch machen dann. So, dann reise ich mal zu dir. Denkt dann bitte dann noch, dass du dir was zu schnabulieren reinwerfen musst. Okay. Wo ist mein Hexengebräu hin? Also zu den Verliesen, ob jetzt normal oder Veteran, wir versuchen das immer
erst zu zweit, weil es einfach auch mit der Gruppensuche viel, viel schneller geht, wenn wir das zu zweit laufen. Aber sollte das mal nicht gehen, spielen wir das auch gerne mit anderen oder fragen halt in unserer Gilde nach, ob jemand Lust und Zeit hat, mit uns das und das zu laufen. Und das machen wir auch sehr gerne. Aber es ist halt für uns immer eine kleine Herausforderung, das mal zu zweit zu probieren. So, ach Wobei so. normal jetzt fast alles geht, muss man sagen. Ja, jetzt esse ich mal. Ich glaube, ich bin gerade verwirrt. Wo ist denn? Ach, hier ist mein Hexengebräu. Jetzt habe ich natürlich das alles von dem Kronenshop noch oben drin. Was ich da gerade, das muss ich mal noch gegen Edelsteine dann umtauschen. Okay. So, kann's Geht's los losgehen? oder was? Ja. Ja. Kannst schon mal anfangen. Ich rieche gerade noch meine Tiere. Okay. Ich habe meine auch noch nicht geregistriert. Na toll. So. Ach, das ist das hier mit den Elambris-Zwillingen. Da habe ich auch das Monster-Set von. Also, das haben wir schon mal im Veteran gespielt. Normale? Ja, Nein. kann auch sein, dass man noch so eine Büste bekommt. Ne, die Büsten bekommt man nur in Veteranen, oder? Veteran, oder? Wie, Die sind was noch war denn das Zombies. andere? So ein, hier gibt es aber auch für normale Dungeons so einen Kopf, den man am Ende bekommen kann, oder? Das ist doch. Das sind, das eine ist eine Büste, das andere ist sowas im Hinhängen. Wie nennt man Okay. sowas? Hier müssen wir mal gucken. Das ist nicht sowas einstecken zum Gucken. Nee. Okay. Da haben wir auf unserer Insel so einen Raum extra dafür, wo wir das denn immer aufstellen. Ah, die gehen ja hier. Jetzt hast du aber gerade kurz ganz schön Schaden gekriegt. Ja, aber ich habe ja ein Schild. So. Musste man hier runterspringen? Ich glaube, oder? Einfach runter, ne? Hier wird Lars Lehne Boss, glaube ich. Aber es gibt natürlich auch normale Dungeons, die haben dann so eine 2 hinter. Also zum Beispiel, es gibt ja Pilzgrotte 1 und Pilzgrotte 2. Und da ist das normale Dungeon dann auch schon viel stärker, oder nicht? Na und länger. Länger und stärker aber auch, ne? Also ist dann nicht mehr ganz so easy. Zu zweit jedenfalls. Okay. Ah, hier ist schon der Boss. Nimm das. Ah, den haben wir gleich schon. Cool. Endlich. So, Seelenstein. Naja, die Rüstung ist so. Ebenerzgürtel. Was macht das? Leben, Leben, Heilung? Nee, das brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Nee. Okay. Guck mal, ob ich eine Truhe hier noch finde. Hier, Bücherregal kann man lesen. Ja, habe nicht gelernt gerade. Mindestens eins. So, Ich denke nee. mal, wir müssen hier weiter, oder? Hier hoch, ne? Wie? Habt ihr eigentlich hier so ein Lieblingsdungeon im Spiel? Das werde ich mal das andere gerne spielen. Also ich spiele Pilzgrotte eigentlich gerne, ne? Weil die schön schnell geht. Aber was ich auch gerne spiele, ist Kammern des Wahnsinns. Also das ist auch irgendwie so. Das sind wir damals immer rauf und runter gelaufen, oder? Na, also kann man das Wahnsinn gefällt mir auch am meisten. Aber auf Veteran ist es gerade am Endboss und dann gibt es da auch so einen schwereren, da ist das auch nicht ganz leicht. Ach, das war der hier. Der Mit hat seinen ganzen Zombies, oder? 314.000 nur? Ja, aber. Wenn wir dann eine Million? Ah ja, jetzt sehe ich das, ne? Bei mir hat es eben oben irgendwie 314.000 angezeigt gehabt. Ich bin noch ganz, ganz früher. Da haben wir gar nicht schon gebraucht, den wieder zu machen. Ah, da hat man ja noch nicht. Nee, also ich finde schon, man lernt hier schon dazu und verbessert sich. Also das ist echt cool gemacht. Da merkt man auch, dass man Fortschritte macht und so. Aber wo sind die Zombies? Ja, die kommen bestimmt auch nochmal. Die sind hier schon, ne?
Ah, diese Dotze, Maja. Ich will dich. Und das. Nein. Jetzt soll ja das Blocken auch viel weniger Ausdauer kosten. Sollte man vielleicht auch öfter mal anwenden. Ich glaube, die haben das sogar von ein paar tausend auf 100 reduziert. Aber dafür geht Nee. es, glaube ich, pro Sekunde öfter, wo man dann auch noch leer laufen kann. Ich glaube, es sind nur von 1700 auf 1300 oder irgend sowas in der Nee, Dreh. das war nie. Ich glaube, das normale Blocken haben sie ziemlich stark reduziert. So, ich weiß nicht, was ich da gelesen hatte. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Hut des Lichts, so da. Das ist ein schönes Set. Hast du eben erst Nee, Schulterschutz, nee, das braucht göttlich? man nicht. Okay. Aber nicht einen guten Trade drauf hat der Hut. Und da ich ja sowieso mal Monstersets trage. So, dann geht's weiter. Also einen haben wir davon jetzt schon getötet und jetzt müssen wir noch die Giganten des Todes töten und die Lambris-Zwillinge. Und dann haben wir das. Die sind zum Beispiel im Veteran relativ schwer zu zweit. Haben wir aber auch schon geschafft. Haben wir schon geschafft, ne? Aber man muss halt auch üben und so ein bisschen die Mechaniken auch von so einem Dungeon immer kennenlernen. Ich glaube, wir hatten danach einen Drehwurm, weil wir da im Kreis rennen mussten zu üben. Na, das ist echt. Ja. So. Geist. Ich hab den gerufen, weißt du? Ja? Links Geht's oder lang? rechts? Hier geht's lang. Ah ja, hier ist der. Oh, hier zeigt's mir immer die gleiche Leben an. Das ist seltsam grad. Nee, das ist er gar nicht, oder? Nee, nee, das steht da hinten, der Große. Ach, der war das, genau. Ah, das könnte, glaube ich, der Gigant des Todes sein, oder? Na, na. So. Wo kommst du jetzt hier noch Aha. her? Okay. Na, na, das ist er. Cool. Du sagst wann? Ja, kann losgehen. Wobei so bei so einem Flitzern hier immer so der Meteor nicht ganz so praktisch ist. Jetzt steht er zwar gerade. Jetzt rennt er. Ja, da muss man den halt immer ein bisschen ausweichen. Wenn man das im normalen Modus abkriegt, das ist, ja, ist eigentlich ziemlich egal, wenn man gut geschützt ist, aber bei Veteranen sollte man immer versuchen, sowas dann auszuweichen. Oder aus Dots auf jeden Fall rauszuspringen oder Ausweichrollen zu machen. Der dort war man wieder ran, glaube ich, One-Hit, oder? Ja, das ist ja Wenn das ich will. Problem bei Veteranen dann. Und das werden wir auch machen. Also wenn wir jetzt hier Krypta der Herzen 1 gelaufen sind, schreiben wir dann hin, dass es normal ist und dann werden wir auch den Veteranenmodus davon auch mal let's playen. Und so wollen wir das eigentlich für jedes Dungeon machen. Und ich Wobei ich denke mal, denke es mal, wird auch bei gut. 1 will warten und das nie alleine schaffen Nee, können. nee, da können wir ja eine Gruppe zunehmen. Das ist ja nicht schlimm. Also wir haben jetzt bis jetzt, wenn man so Gruppen, ja schon eigentlich viele nette erwischt, ne? Ja. Mal selten, dass was nie geklappt hat. So. Wieder ein Hut des Jack. Licht drinne. Ich hab Jacke das Licht, aber nur lernt. Okay. Da hinten So. ist ein. Nee, 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 da hinten ist ein Sack. Oh. Ich hatte hier schon mal 5 Kutters drin, glaube ich, waren es. Ich hab Eisenerz. Nachtschatten. So, wo geht's jetzt weiter? Hier lang. Okay. Oder ja. Könnte sein, dass wir hier lang müssen und rechts. Hab ich's nicht gesagt? Ja, ich will's aber. Aber das Brett ist nicht offen. Ah doch, können wir aufmachen. So einfach geht's. So, na, hier ist auch jemand. Wir müssen erstmal, glaube ich, die Treppen hoch, ne? Damit auch runter. Na, ich glaube, oh. Hier gibt es ja mittlerweile so viele Dungeons, da muss man dann immer erst wieder kurz durchsehen. Und das? So. Na.
Ist auch ein kleinerer Boss hier, aber nur ein kleiner. Was war jetzt hier? Hier ist auch einer. Ach nee, so. Sind die da schon? Nee. Nee, nee. Die sind auch eure Seele holen. Der hat irgendwas mit unserer Seele gesagt. Und der wüsste, dass er gleich tot ist. Ach schön. Wenn man noch klein war hier im Spiel, war man noch so schwach und jetzt geht das so schön schnell. So, mal gucken. Nee, Schärpe das Licht. Ey, heute nur passgenau drin, ne? Das ist unnormal. Siehst du eine Truhe oder so? Nee. Schade. Das ist jetzt noch gar nicht. Ach ja, stimmt, dann rennt die da zu dem. Und jetzt hier lang, oder? Genau, und dann müssen gleich die Typen kommen. Ja. Oh. Hier waren die. Die sind im Veteran, glaube ich, auch richtig böse. Die machen großen Damage. Die kleinen Dinger hier. Ah ja, da war irgendwas, ne? Na, die kleinen sind immer am schlimmsten. Guck, ich habe die aufgemacht. So. Hier kommt noch ein kleiner Zwischenboss und dann die große, oder? So viele, die getötet werden wollen. Naja, bei dem Endboss müssen wir jetzt trotzdem ein bisschen aufpassen, ne? Die haben ziemlich viele Dots gesetzt. Nehmen wir erst den Stehenden oder nehmen wir den Rumrennenden? Bleiben wir egal. Haben immer den Rumrennenden genommen zuerst, oder? Ich weiß es nicht mehr. So. Cool. Naja, das nehme ich jetzt nicht mit. Blaue Kette, aber auch Leben. Handschuhe, das Licht. Ja, wenn man heute für das Lichtset gesammelt hätte, aber halt doofe Trades drauf. So. Ah ja, der blaue und der rote, ne? Na. Das Monster-Set von hier finde ich auch nicht so schlecht. Also es macht auch gut Damage. Aber wir nehmen momentan, ich muss kurz gucken, wie es heißt, Infernaler Wächter, das absolute Lieblingsset von uns momentan. Okay, ich greife einen roten an, okay? Okay, ist, glaube ich, der rennt, oder? Rote steht, oder? Nee. Ah ja, ich habe jetzt den blauen an der Backe, ne? Machen wir es den Renden, oder? Ja, weil... Ja. Das ist sonst... Ich krieg gerade nicht... Ach jetzt, ich habe gerade nicht die Kristallfragmente abgefeuert bekommen. Die mir auch gerade so. So, jetzt kriegt er hier so einen Sturm. Ui. Ich finde, das Blocken ist echt kostengünstiger. Gerade die schweren Angriffe von dem Bossen. Jetzt ja. Stehst du die ganze Zeit da rum. Der will nicht. Nee, dort, das Blocken ist echt okay. Guck mal. 100 maximal, ne? Aber das war irgendwie so, dass die gemacht haben, dass man jetzt aber pro Sekunde bis zu 4-mal blocken kann. Also irgendwie so ein... Wenn ich mich jetzt recht erinnere, ich weiß es auch jetzt nicht genau. Und dadurch kann man dann auch leer laufen. Also so ein Mittelweg halt gefunden. Man kann es öfter machen und läuft deswegen schnell leer, wenn man es übertreibt. Na, also es hat jetzt fast gar nicht gekostet. Wie bitte? Das schade, dass wir keine Synergien jetzt am Mann haben. Da hätten wir mal auch Synergien testen können. Ah ja, stimmt. Ne? Ob die automatisch auslösen, ne? Beziehungsweise weiß ich gar nicht, ob man immer noch eine Synergietaste drücken muss. Das habe ich nicht richtig erlesen können. Das dreht doch frei, weil wir seinen Bruder umgebracht haben. So, hoch. Ah, wer da will? Aha, nimm das. Cool. Und damit haben wir es abgeschlossen, das Dungeon. Cool. Heilungsstab des Lichens gestärkt.
Brauchen wir auch nicht. So, dann gehen wir mal zurück nach Gramfester, oder? Okay. Beziehungsweise wir können doch einfach rausgehen, oder? Aber rausgehen müssten wir doch ein Tor haben. Wir haben ja kein Tor, oder? Ja, Zeig sonst mal verlassen näher. wir kurz die Gruppe, oder? Okay, warte. Weil dann wären wir gleich wieder an dem Punkt, wo man war, Bitte annehmen, gespawnt. bitte. Weil wir jetzt entfernt werden sozusagen und dann landen wir direkt in Gramfeste wieder. Bei den Unerschrockenen. Unerschrockene, Cool. unerschrockene, unerschrockene. Ah, wir haben jetzt, warte mal, wir haben jetzt nichts gekriegt, oder? Nochmal Nee, reingucken da hat er schnell. nicht mehr drin. Nee, dann hatten wir das hier schon. Aber das wäre jetzt doof gewesen. Habe ich gar nicht dran gedacht. Es gibt ja auch neue Sets, ne? Müssen wir dann auch mal gucken. Da kann Ja. man die Schlüssel dafür einsetzen. Da, den hat mir gefallen, das hätte ich gern so ein bisschen als Ah ja, Heiler. stimmt, es gibt ja neue Monstersets dann, ne? Oh, es gibt so viele Sets, da wollte ich sowieso mal meine noch auffrischen. So, hier ist er. Eure Seele ist eurem Körper noch nicht entstiegen. Wie sieht es mit den Geistern der Krypta aus? Ja, die Krypta der Herzen hat wieder Der Ruhe. Tod ist eine Grenze. Ein So, Schleier. okay, ja gut. Eure Ach Zielstrebigkeit hier, so ist ein wirklich bemerkenswert. Transmutationsdingens gibt's ja auch. Ich weiß nicht, ob ihr Hast einen du den gekriegt? die gesegnete. Ja. Ich glaube, bei normal war es Zufall. Also die haben das geändert und bei Veteranen garantiert. Aber das ist natürlich auch so ein Ding. Man kann zwar den Trade jetzt ändern auf so einer Waffe damit, ne? Na? Aber ich hab, na gut, wir sind jetzt nicht so viel Dungeons mehr gelaufen, aber wir haben gerade mal, bei Währung ist das, glaube, wir haben gerade mal 14 von 200 oder ich zumindest. Und man braucht 200 Stück, um einen, ob es eine Kleidung ist oder eine Waffe, das zu ändern. Das ist ganz schön teuer, muss ich mal sagen. Guck mal, da sind Ich habe wir wieder, noch, wo wir am kann Anfang ich kurz? standen. Ja? Ich habe noch irgendwie so einen unerschrockenen, irgendwas mit so einem komischen Dachnagel bekommen. Konnte man nicht lesen, da stand unerschrockene, dann so ein Däschchen. Habe ich auch was gekriegt? Aber was war das? Nee, Hast du das ich nie habe gesehen? bestimmt nicht. Da Den stand Schlüssel irgendwo der die. Unerschrockenen habe ich nur gekriegt. Das ist noch neu drin bei mir, aber das andere habe ich Ich nicht hab. gekriegt. Ich weiß jetzt nicht, ob das was war oder ob das ein Anzeigefehler war. Du hast auch bei diesem neuen Montortisch dieses komische Dashlein, also was neben der 1 ist, dieses. Ja. Auf der Tastatur. Na, und das habe ich jetzt auch gerade irgendwie dort stehen gehabt und irgendwas von Unerschrockenen. Ich finde auch nicht im Inventar. Naja, Wer egal. weiß. Okay, ihr Lieben, wir würden uns dann in der dritten Folge wiedersehen. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Bis dahin, tschüssi. Tschüssi!